Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Und zwar kommt jetzt, wie angekündigt, der Jahresrückblick von meinem Jahr 2019. Und ich steig mal direkt ein, das war nämlich ein sehr stressiges Jahr jetzt zum Ende hin. Und es ist gerade auch schon sehr spät und morgen muss ich wieder früh aufstehen. Und dementsprechend weiß ich nicht, wie gut das hier wird. Ich hoffe, es wird gut und ich hoffe, ich vergesse nichts. Ich habe in den letzten Tagen oft darüber nachgedacht, was ich so erzählen möchte. Und ich setze mal kurz das Headset ab, das ist gerade, brauche ich ja eh gerade nicht. So, ich habe viel überlegt, was ich denn jetzt erzählen möchte und so weiter. Gerade auch, vielleicht wird es ja zu privat und so, das wollte ich jetzt noch nicht unbedingt. Aber ich denke, so ein paar Sachen kann ich auf jeden Fall erzählen, gerade so, was in meinem Leben so abging, weil, denn, ja, 2019 ging für mich nicht so nice los, weil ich einfach überhaupt nichts hatte zu tun. Also weder Ausbildung, noch Job, noch Schule, noch gar nichts. Kein Studium. War spannend auf jeden Fall, dazu erzähle ich gleich mehr. Aber erstmal, ich werde auch übrigens im Hintergrund jetzt hier wahrscheinlich nichts Großes haben, vielleicht ein Bild oder sowas, aber ich weiß halt nicht, wie lange ich rede und es ist gerade so stressig, also ich habe echt gar keine Zeit eigentlich und deswegen, ich versuche halt überall Zeit zu sparen und so hochladen zum Beispiel und ich, zum Beispiel jetzt während ich rede, es ist gerade 1 Uhr nachts und ich renne halt nebenbei und lade auch gleichzeitig hoch und mache noch ein Video. Weil ich jetzt halt ein bisschen vorproduzieren möchte, weil meine Freundin kommt bald und da möchte ich nicht so viel hier chillen und schneiden und aufnehmen müssen und so weiter. Deswegen habe ich jetzt eigentlich soweit aber alles vorbereitet. Und jetzt fehlt aber noch das Video hier. Und ja, dieser Stress, den ich in letzter Zeit, das ist der echte Wahnsinn. Also, keine Ahnung, ich hatte noch nie so eine stressige Zeit, glaube ich, in meinem Leben, weil ich wirklich, seitdem ich studiere und YouTube gleichzeitig habe, das ist halt, es ist so viel. Also, ich kann ja mal ein bisschen erzählen. Ja, Uni zum Beispiel. Wenn ich zur Uni fahre, dann fahre ich oder stehe ich um 4.30 Uhr auf, damit ich halt mich fertig machen kann und dann um 5 Uhr losfahre mit dem Auto. Und dann fahre ich zum Bahnhof und dort fahre ich den Zug und dann bin ich an einem anderen Bahnhof und dort muss ich umsteigen und dann fahre ich wieder Zug und dann bin ich in der Stadt, wo ich studiere, die ein bisschen weiter weg ist halt offenbar, weil ich einmal umsteigen muss. Und in der Stadt muss ich dann aber trotzdem noch Bus fahren, wobei die Busse ziemlich doof fahren, deswegen gehe ich zu Fuß und das dauert auch immer 40 Minuten. Und dann ist es 8 Uhr und die Uni geht los und meistens habe ich dann so um 4 Schluss, manchmal aber auch um 6. Und dann bin ich halt erst um 6 zu Hause oder wenn ich jetzt um 18 Uhr Schluss habe, dann bin ich meistens erst so um 9 zu Hause. Und dann zum Beispiel halt dienstags habe ich halt von 8 bis 18 Uhr Uni und da bin ich dann halt von 5 Uhr morgens bis um 9 Uhr abends einfach aus dem Haus und ja, habe halt Uni und so weiter. Und dann dazu noch Videos zu machen, die teilweise, also jetzt auch gerade in letzter Zeit, einfach super lange gedauert haben. Also ich habe ja den Adventskalender angefangen, also Minecraft erklärt war so eine Art Adventskalender, ja. Und ich dachte eigentlich, so ein Let's Play, das kann man easy mal eben schnell machen, da muss man nicht viel überlegen, kann man einfach aufnehmen und es stimmt ja auch, also man muss, also ich habe mir schon natürlich Gedanken gemacht, was möchte ich in der Folge heute machen und so weiter, aber das Aufnehmen an sich war jetzt nicht so schwierig, wobei es halt echt lange gedauert hat. Das hatte ich auch in der letzten Folge von Minecraft erklärt nochmal erwähnt gehabt, aber ich habe eigentlich bei jeder Folge über eine Stunde dran gesessen und ihr könnt euch vorstellen, wenn ich um 4.30 Uhr aufstehe und dann in der Uni bin und um 9 Uhr nach Hause komme und dann noch eine Stunde oder 2 Stunden oder 3 Stunden so ein Video mache, dann kriege ich auch nur noch 4 Stunden Schlaf, weil ich am nächsten Tag wieder raus muss. Und ich will ja auch andere Sachen machen, ich will ja auch essen und, keine Ahnung, Serien schauen eigentlich oder, keine Ahnung, YouTube-Videos, das, keine Ahnung, das mache ich so wenig, das habe ich früher richtig viel gemacht, also stundenlang jeden Tag. Serien und Videos und Surfen und so, und das mache ich jetzt seit Wochen schon nicht mehr, weil ich einfach gar keine Zeit dazu habe. Und auch so League spielen zum Beispiel, ich spiele eigentlich ziemlich viel League of Legends, das ist halt auch wenig geworden, weil mir die Zeit einfach fehlt und das ist so stressig. Und davon mal abgesehen, so andere Sachen, so irgendwelche anderen Hobbys oder so, habe ich gar nicht mehr. Also mein Tag oder meine Woche besteht eigentlich nur daraus, zur Uni zu fahren, halt Uni-Sachen zu machen und zu lernen und so weiter, Zug zu fahren. Und wenn ich zu Hause bin, mache ich halt Videos und ja, that's it, also. Und am Wochenende genauso. Am Wochenende muss ich dann halt alle Sachen aufholen, die ich halt in der Woche nicht geschafft habe. Also so ein paar Lernzettel und so, die ich vielleicht in der Uni nicht fertig bekommen habe. Oder Videos, weil meistens produziere ich halt am Wochenende vor für die Woche halt, weil, wie gesagt, zum Beispiel dienstags oder so, wenn ich um 9 zu Hause bin, da habe ich einfach keinen Bock auf noch ein Video. Also da habe ich auf gar nichts Bock, sagen wir das so, außer auf Schlafen halt. Und für solche Tage muss ich halt vorproduzieren und das mache ich dann immer am Wochenende. Dann habe ich halt am Wochenende eigentlich auch nur mit Uni und YouTube zu tun und ansonsten halt nichts mehr. Ist auf jeden Fall richtig stressig und jetzt ist Weihnachtszeit gerade, ist gerade der 26.12., zweiter Weihnachtsfeiertag, 1 Uhr morgens. Und ich habe halt
so viele Termine, das ist einfach krass, das ist wirklich, wirklich anstrengend. Also ich glaube, in meinem Leben hatte ich noch nie so eine stressige Zeit tatsächlich. Und das werde ich auch ein bisschen ändern tatsächlich in 2020, also ich mache gleich den Rückblick auf 2019, keine Sorge, aber so ein bisschen mal den Vorblick auf 2020. Ich werde nicht mehr so viele Videos machen. Also ich habe jetzt seit 100 Tagen, ziemlich genau, habe ich ein Video jeden Tag gemacht, wobei ich dann nur einen Tag, also ich hatte vor 100 Tagen, hatte ich einen Tag, wo ich kein Video gemacht habe, und davor hatte ich dann auch nochmal 50 Tage, wo ich jeden Tag ein Video gemacht habe. Also theoretisch kann man sagen, ich habe fast 150 Tage am Stück jeden Tag ein Video gemacht, und das ist hart, das ist echt hart. Also gerade mit Uni gleichzeitig, das schaffe ich nicht. Also ganz ehrlich, ich schaffe das nächstes Jahr nicht. Und das ist aber nicht schlimm, denke ich, denn ich weiß nicht, also ich habe auch das Gefühl, dass so die Qualität von meinen Videos gelitten hat, auf jeden Fall. Also die ersten Videos, gerade die ersten LOL-Videos, da habe ich ja viel Zeit reingesteckt, viel bearbeitet, viel geschnitten und so weiter. Das mache ich heutzutage gar nicht mehr, also es ist einfach nur noch anstrengend, ich versuche das schnell zu machen. Und früher habe ich mir auch die Videos nochmal angeschaut, ob da ein Fehler drin ist oder sowas, aber heutzutage, ich hoffe einfach, dass da nichts drin ist, ich lade die einfach hoch. Und ja, das wird halt 2020 auf jeden Fall geändert. Da werde ich weniger Videos machen, wahrscheinlich so 2-3 in der Woche vielleicht. Vielleicht auch nur eins, aber ich will auf jeden Fall ein Video pro Woche haben. Und die sollen dann aber auch ein bisschen mehr Qualität haben, also ein bisschen mehr bearbeitet sein. Ein cooles Grundthema. Ist natürlich auch schwierig, wenn man jeden Tag ein Video macht, dass man jeden Tag auch was findet, über das man ein Video machen kann. Da muss man schon überlegen teilweise. Da kann ich auch mal ein bisschen erzählen, was ich so vorhabe 2020. Also was YouTube angeht zumindest. Und auf jeden Fall weiter Minecraft-Videos, weil ich habe noch echt viele Ideen für Minecraft-Videos auf jeden Fall. Und ich meine, Tutorials gibt's immer. Es gibt immer neue Sachen, über die man Tutorials machen kann. Und ich habe auch so viele automatische Farmen immer noch nicht gemacht. Also Gold zum Beispiel. Ach, mir fällt so viel ein. Aber halt, ich möchte weniger machen, einfach damit die Qualität der Videos dann besser ist. Weil ich glaube, es ist besser, wenn man 10 richtig gute Videos hat, als dass man 1000 Videos hat, die einfach wirklich scheiße sind und nicht so tolle Qualität haben. Und ich bin tatsächlich auch nicht so zufrieden mit den letzten Videos gewesen. Ich hatte mir im Kopf so dieses Ziel gesetzt, 100 Videos dieses Jahr am Stück zu machen. Und wenn ich mir halt, also ich bin sehr ehrgeizig, und wenn ich mir halt sowas in den Kopf setze, dann muss ich es auch erreichen. Ansonsten bin ich todesunzufrieden, und das verfolgt mich. Also zum Beispiel, ich hatte vor 4-5 Jahren hatte ich mal so ein Ziel in einem Spiel, und das habe ich halt nicht geschafft. Und das, da denke ich immer noch eigentlich jede Woche einmal dran und habe dann so ein schlechtes Gefühl im Magen. Weil ich, keine Ahnung, und das will ich jetzt halt, oder ich hab's jetzt halt geschafft, bin ich sehr zufrieden drüber, aber ich werd's halt nicht nochmal machen wahrscheinlich, weil das war viel zu anstrengend, wirklich, also, es passt einfach nicht mit der Zeit, ich hab einfach keine Zeit dafür, also wirklich, das geht einfach nicht. Und dann denke ich, so ein bisschen bessere Qualität und dafür weniger sollte auch ganz cool sein, und dann ist man auch frischer und kreativer, denke ich, das sollte auf jeden Fall passen. Ja, und dann würde ich sagen, mache ich jetzt mal einen Rückblick. Wir haben jetzt ein bisschen über die Zukunft geredet, aber 2019 ging bei mir tatsächlich los in einer nicht so tollen Situation eigentlich. Denn im Januar 2019, Anfang 2019, da hatte ich gar nichts tatsächlich. Kein Job, also beruflich hatte ich gar nichts. Ich hatte keinen Job, keine Ausbildung, ich hatte kein Studium, ich hatte nicht mal Ahnung, wo es hingehen soll. Das war auf jeden Fall richtig doof. Ich habe nämlich schon 2017 im Sommer mein Abi gemacht. Und da wusste ich auch schon nicht, wohin mit mir. Und dann habe ich erstmal ein Jahr so gechillt und Gap Year gemacht und halt nebenbei gearbeitet als als Bauarbeiter quasi, so als Klempnergehilfe, Aushilfe, was auch immer, Isolateur. Und ja, das war eigentlich ganz entspannt, aber man braucht dann halt irgendwann doch so eine Ausbildung, so ein Studium, dass man halt irgendwie so vorankommt. Man kann ja nicht für immer Aushilfe sein, oder kann man schon, aber ich möchte es halt nicht. Ich möchte ja schon irgendwie weiter irgendwie. Und dann habe ich eine Ausbildung angefangen, 2018 war das, und die war halt richtig scheiße. Also ich werde da, übrigens, nächstes Jahr soll es auch mehr so Stories geben, wo ich mal ein bisschen erzähle von mir und wie mein Leben und lustige Geschichten und blöde Geschichten, wie zum Beispiel jetzt meine Ausbildung. Und die Ausbildung, die war so schrecklich. Dazu dann, wie gesagt, später irgendwann mehr, und naja, das war halt richtig schlimm. Also ich meine, heutzutage habe ich viel Stress und schlaf 4 Stunden am Tag oder sowas. Aber es ist trotzdem toll, also wirklich, ich gehe gerne zur Uni. Ich fahre auch eigentlich gerne Bahn, wenn die Bahn halt kommt und fährt, dann ist es schön. Wenn sie nicht kommt, ist natürlich scheiße, aber wenn sie kommt, das finde ich okay. Und dann hört man Musik und Podcast und es ist entspannt, und dann in die Uni, und jedes Fach in der Uni macht mir echt Spaß. Das ist wundervoll, und dann komme ich nach Hause und mache noch YouTube-Videos, was mir ja auch Spaß macht. Es ist nur halt
zeitaufwendig, ne? Aber die Ausbildung, die war nicht so zeitaufwendig, aber die war schrecklich. Also wirklich, ich hatte da viel mehr Zeit als heutzutage, aber die war furchtbar. Also es hat mir gar keinen Spaß gemacht. Und die habe ich dann auch abgebrochen, nach 3 Monaten. Das war dann halt im Dezember 2018. Und dann hatte ich halt, wie gesagt, im Januar 2019 halt nichts. Wusste nicht, wohin mit mir. Ich dachte eigentlich, die Ausbildung wäre was, war sie aber nicht. Und dann ist man natürlich auch demotiviert. Was mache ich jetzt? Und man muss ja auch warten. Die Ausbildung und das Studium, das fängt ja dann immer erst nach dem Sommer an. Und es war ja gerade Januar. Also ich hatte mindestens ein halbes Jahr einfach nichts. Und dann habe ich halt wieder angefangen, auf der Baustelle da zu arbeiten. Was auch echt entspannt ist. Also kann man auf jeden Fall machen. War auch eine super Erfahrung. Insgesamt so diese 2 Jahre, wo ich nichts gemacht habe, also keine Ausbildung, kein Studium. Ich würde sagen, das war eigentlich die beste Zeit meines Lebens bis jetzt. Bin ich ganz ehrlich mit euch. Weil ich hatte halt eigentlich keine Sorgen, außer dieses Berufliche natürlich, so von wegen, was mache ich jetzt und wohin mit mir, hatte ich echt keine Sorgen. Also ich habe gearbeitet, das war schön, ich habe Geld bekommen, zum ersten Mal wirklich viel Geld, das war auch richtig nice. Und ich hatte gleichzeitig voll viel Freizeit, also ich konnte, das war halt wirklich Freiheit pur. Ich konnte hin, wo ich möchte, ich habe ein Auto, ich habe alles. Ich hatte das Geld dafür, für alles, was ich wollte. Ich habe, keine Ahnung, und ich habe auch so viel gelernt in der Zeit, so diese viele Freizeit, die ich hatte, habe ich natürlich nicht nur in Serien oder sowas gesteckt, sondern ich habe dann auch irgendwann wirklich angefangen, produktiv zu werden. Und habe halt viele Videos geschaut, wie man sich verbessert, wie man in allem Möglichen besser wird, so wie man als Person wächst und in allem besser wird, Rhetorik, in Zielstrebigkeit und so weiter und so weiter. Und das hat mich wirklich im Leben vorangebracht, glaube ich. Also ich glaube, nach dem Abi war ich irgendwie immer noch so als Person ziemlich, ja, wie sage ich, schwierig zu beschreiben, einfach leer. Also bis dahin war ich immer in der Schule. Und das war's. Also ich konnte halt die Sachen aus der Schule und mehr nicht. Also ich konnte halt ein bisschen YouTube und schneiden und sowas, aber ich wusste so Persönlichkeit, so Charakter hatte ich null ausgebildet. Und das kam jetzt alles mit der Zeit. Man überlegt sich dann wirklich, was sind so Sachen, die einem wichtig sind? Was ist so Ziele, die man hat? Was sind so Prioritäten? Was sind die Tugenden, nach denen man leben möchte? Das lernt man alles nicht in der Schule. Und ich weiß nicht, also diese 2 Jahre waren wirklich sehr prägend für mich bisher. Und ich bin auch viel bewusster jetzt in meinem Leben, denke ich, seitdem. Was ziemlich cool ist, also, ich habe früher mal gedacht, so, ja, okay, direkt nach der Schule musst du irgendwas machen, sonst verschwendest du deine Zeit. Und diese 2 Jahre, das ist, viele sagen das immer noch zu mir, ja, das ist ja voll verschwendet, hättest ja direkt was machen müssen, in deinem Alter habe ich schon gearbeitet. Aber ganz ehrlich, ich glaube, die Zeit war es wert, wirklich. Und ich würde es auch eigentlich jedem empfehlen, das zu machen, weil, es hat bei mir halt sehr gut gewirkt. Und mich auch wirklich vorangebracht, im Gegensatz zu der Schule, die einen ja nicht voranbringt in meinen Augen. Natürlich weiß ich jetzt was, also so ganz viele Sachen so über Rechtschreibung und Mathematik und Biologie und so toll. Aber wenn man trotzdem als Person daraus nicht wächst und einfach nicht bewusst leben kann, ist das ja auch Bullshit, ne? Also, weiß nicht, vielleicht bin ich auch so ein Spätzünder, der es erst voll spät gemerkt hat. Vielleicht ist es das voll normal, dass man das in der Schule auch nebenbei so lernen kann. Kann ja sein, aber ich habe es halt nicht geschafft. Irgendwie, und deswegen waren die 2 Jahre auf jeden Fall gut. Naja, auf jeden Fall Januar, denn nichts, einfach gar nichts. Und dann habe ich halt außer dieser Arbeit nicht wirklich irgendwas gemacht. Und das wurde mir dann viel zu langweilig und dann habe ich im April angefangen wieder mit Videos. Und ich hatte schon mal einen Channel, also einen Kanal. Den habe ich 3 Jahre aktiv betrieben, habe dann aber aufgehört, weil ich eigentlich nicht mehr so viel Lust hatte. Aber habe zwischendurch in der Zeit, also seit 2015 bis 2018 oder 19 halt, habe ich immer mal wieder so Videos gemacht und mir so Sachen überlegt, die man ja machen könnte auf YouTube, habe es aber nie gemacht. Aber dann eben in diesen 2 Jahren, wo ich so viel Zeit hatte, habe ich mich dann dazu entschlossen, wieder anzufangen. Und so ist dann auch dieser Kanal hier entstanden. Und die ersten Videos, das waren ja LOL-Videos, die kamen ja nicht so toll an, also nicht wirklich viel Resonanz bekommen tatsächlich. Aber ich habe tatsächlich dann überlegt, ich habe halt ultra lange Minecraft gespielt, also ich spiele schon seit 2011, glaube ich, Minecraft und halt wirklich auch aktiv eigentlich jedes Jahr immer mal ein paar Wochen, Monate. Und da habe ich mir halt überlegt, dass diese ganze Zeit, die ich in Minecraft investiert habe, die sollte ja irgendwie nicht umsonst sein. Also das ist so eine der Sachen, die ich wirklich hasse, wenn man sein Potenzial verschwendet und seine Möglichkeiten nicht ausnutzt. Das ist wirklich furchtbar, da kriege ich immer, weiß nicht, das macht mich wütend einfach. Und dann habe ich auch so überlegt, so ich habe so lange Minecraft gespielt und ich weiß jetzt so viel, was ich mir hart erarbeitet habe. Eigentlich muss ich das mit den Leuten teilen, weil das ist ja, ich meine,
Also, es wäre ja dumm, wenn jeder von euch sich erstmal selber überlegen müsste, wie man so eine automatische Zuckerrohrfarm zum Beispiel baut. Das dauert ja ewig lange. Und dann muss man überlegen und dann klappt es nicht und so weiter. Das ist ja Zeitverschwendung. Ich kann euch doch einfach zeigen, wie es funktioniert, weil ich es ja schon gelernt habe. So, und dann spart ihr super viel Zeit und ich habe daran eine Freude, weil ich gerne erkläre, so mehr oder weniger. Und das habe ich mir dann so als Ziel gesetzt, dass ich jetzt einen Kanal habe, wo ich halt mein Wissen über Minecraft halt mit euch teile, weil ich weiß halt, ich weiß natürlich nicht alles und auch nicht am meisten oder ansatzweise am meisten oder sowas oder auch nicht wirklich unglaublich viel, aber das, was ich weiß, das teile ich jetzt mit euch oder mit den Leuten halt an sich, ne? Damit halt sie nicht so diese Zeit verschwenden, sich darüber Gedanken zu machen, weil ich weiß es ja schon, ich kann es ja einfach weitergeben. Ich meine, das ist ja in der Menschheit auch so, dass man einfach das Wissen weitergibt. Das wäre ja furchtbar, wenn jeder geboren wird und erstmal lernen müsste, was giftig ist und was nicht und wie man überlebt und wie Feuer geht und so weiter, sondern wir kommen ja immer weiter voran, ne? Also wenn man geboren wird, dann genießt man ja schon dieses ganze Wissen der Gesellschaft und direkt beim Geborenwerden sind da ja schon die Ärzte und die gucken, ob man gesund ist und so weiter. Und das finde ich ist auch sehr wichtig, dass man das Wissen halt weitergibt, weil dann hat man noch viel mehr Zeit, um halt das Wissen noch zu erweitern eben. Und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich halt diesen Channel und bringe halt, was ich über Minecraft weiß, in Tutorials raus und möchte so eine Art Archiv quasi für Minecraft so irgendwie erstellen. Das klingt jetzt komisch, aber dass man halt weiß, dass auf meinem Kanal halt alles Mögliche über Minecraft, was man halt suchen könnte, man auch findet. Also ich habe mir dann so Kategorien halt gemacht, sowas von wegen, was gibt's denn so in Minecraft? Automatische Farmen, es gibt Seeds, es gibt Ressource-Packs, Mods, irgendwelche Bauideen, Häuser und Häuserdesigns und so weiter. Und da habe ich mir dann gedacht, dann mache ich einfach zu allem, was man so suchen könnte, mache ich dann ein Video, damit man halt diese Zeit spart einfach. Und dass man weiß, wenn man auf meinen Kanal geht, dann findet man, was man sucht, was zumindest Minecraft angeht. Also zum Beispiel die Seeds habe ich jetzt soweit fertig eigentlich, dass ich für jedes Biom ein Seed habe. Und jetzt weiß man halt, okay, wenn man ein Seed für ein bestimmtes Biom sucht, dann kann man halt auf meinen Kanal gehen und weiß, man findet da ein Seed-Video. Und genauso eben für automatische Farmen, dass man sagt, okay, ich will jetzt hier in meiner Minecraft-Welt irgendwie Zuckerrohr automatisch farmen und dass man dann weiß, okay, Erik, der hat halt so ein Tutorial darüber und dass man da auch sicher sein kann und Vertrauen hat, dass ich halt das habe und dass man irgendwann später dann sagt, okay, jetzt sind Bienen ja neu und ich hätte gerne so eine automatische Honigfarm und dass man dann weiß, okay, auf meinem Kanal findet man halt das, was man sucht. Also so wie Wikipedia, wenn man irgendein Wort nicht kennt, dann sucht man es halt bei Wikipedia, weil es da bestimmt steht. Und dass man halt, wenn man irgendwas über Minecraft wissen will, auf mein Channel geht und weiß, dass man es da findet. So, das ist so die Grundidee, halt pures Wissen einfach nur. Ja, viele machen ja so Unterhaltung und so weiter. Finde ich auch cool natürlich, da würde ich auch später dann tatsächlich mehr hingehen. Also habe ich ja gerade erzählt mit den Stories und so weiter, das wird vielleicht ganz cool. Aber so für den Moment würde ich auf jeden Fall erstmal Wissen teilen. Und ich denke, das ist auch eine gute Grundlage, weil das Wissen, das wird halt immer mal wieder. Also jedes Mal, wenn man irgendwie neu in Minecraft reinkommt und nicht mehr weiß, wie so eine Farm geht, dann braucht man halt dieses Wissen erneut und dann habe ich das schon mal parat quasi. Und ich denke, das ist ziemlich cool. Und so habe ich dann halt angefangen mit Minecraft und habe dann jetzt eine Menge Tutorials schon hochgeladen. Und ja, ich bin soweit zufrieden eigentlich. Ich bin noch am Überlegen, ob ich vielleicht nächstes Jahr auch so ein paar Tutorials mache ohne meine Stimme quasi, weil das natürlich besser wäre für Leute, die nicht Deutsch sprechen. Weil es gibt natürlich auch viele Amerikaner und Chinesen und was weiß ich, Kongorianer oder sowas, die halt auch Minecraft spielen, die aber halt meine Videos nicht finden, weil sie halt nicht danach suchen. Die suchen ja nicht auf Deutsch quasi, sondern eher nach englischen Schlagwörtern. Und dass sie dann halt, meine Tutorials, die bringen denen ja nicht so viel, weil ich erkläre es halt auf Deutsch und die meisten davon sprechen kein Deutsch. Und dementsprechend habe ich überlegt, so Stummfilme quasi zu machen, wo ich dann einfach so mit der Minecraft-Gestik zeige und vielleicht Texte einblende, wie man halt die ganzen Sachen macht. Aber ich denke, das wäre auch cool, damit ich halt dieses Wissen, damit ich halt mehr Leuten helfen kann im Endeffekt. Halt dieses Wissen sich nicht aneignen zu müssen, sondern dass man halt weiß, okay, man kriegt das halt innerhalb von 5 Minuten kompakt gut erklärt halt tatsächlich und auch, dass es funktioniert und man muss nicht stundenlang da probieren, wie man das irgendwie hinkriegt oder sowas. Das ist auf jeden Fall noch was, was ich nächstes Jahr vielleicht anstrebe. Und ja, ansonsten, also es ist halt schwierig. Ich weiß noch nicht, wie weit ich jetzt hier gehen kann, wie viele private Sachen ich hier schon erzählen möchte. Weil ich möchte natürlich auch in den Stories so ein bisschen noch was haben und das jetzt nicht noch alles erzählt haben. Aber ich denke, es ist ganz cool, wenn man so in irgendwie einem Jahr oder so sich nochmal dieses Video anschaut
Deswegen würde ich vielleicht nochmal meine Ziele formulieren, vielleicht, die ich für nächstes Jahr habe. Und dann kann man ja mal gucken, ne, ob ich die Ziele erreicht habe oder halt nicht. Und tatsächlich, was YouTube angeht, ist, glaube ich, mein Ziel, dass ich ja halt dieses Minecraft-Wissen einfach so mehr oder weniger abschließe. Also, dass ich halt wirklich über alles, was man so suchen könnte, halt ein Video gemacht habe, ja, über jedes Gebäude, was man vielleicht bauen könnte, ja, Kirche, Haus, Lager, dass man dazu halt Designs findet, für die automatischen Farmen und sowas und für jedes Biom und so weiter, Seeds natürlich, dass man das findet. Und so zahlenmäßig würde ich tatsächlich sagen, also, keine Ahnung, ich mache mir da nicht so viel draus, aber so 1000 Abos wären halt cool. Abgesehen davon, ja, 1 Million wäre natürlich auch nice und so weiter, aber ist jetzt nicht so ein Ziel, wo ich wirklich drauf hinarbeite. Sondern das Ziel, wo ich drauf hinarbeite, ist tatsächlich eher, dass ich halt für jedes Item, was man zum Beispiel in Minecraft automatisch farmen kann, dass ich dafür eine automatische Farm euch gezeigt habe. Das ist ein Ziel, dass ich alle Biome dazu ein Video habe, das ist ein Ziel. Dass ich halt coole Stories erzähle, das ist ein Ziel. Und dass ich euch halt unterhalte und gute Videos mache. Ich glaube, das sind so meine Hauptziele. Weil was bringen mir 10.000 Abos, wenn meine Videos scheiße sind und die keiner mag? Also, ja, und ich keinem damit helfe vor allem, weil es ist ja unnötig. Das, keine Ahnung. Ja, ansonsten, ich habe über so viel nachgedacht, was ich erzählen könnte. Und jetzt sitze ich hier und mir fällt das halt alles nicht mehr ein. Also Studium ist auch richtig toll, wirklich. Ich studiere Ernährungswissenschaften. Und ich hatte keins von diesen Fächern in der Schule, tatsächlich, außer Anatomie und Physiologie des Menschen, das hatten wir. Und das ist halt hart. Also wirklich hart. Es macht so viel Spaß und es ist alles, was ich lerne, ist so toll. Aber es ist halt so viel, was ich lernen muss. Es ist schwierig, aber ich hoffe auf jeden Fall, dass ich das Studium schaffe. Und ich habe auch tatsächlich Anforderungen oder Ansprüche an mich tatsächlich, dass ich es auch gut schaffe. Viele in meinem Jahrgang oder halt auch vor allem die Leute, die ich halt noch von der anderen Schule damals kannte, die sind halt so drauf, dass sie sagen, ja okay, ich will halt einfach nur bestehen mit 4,0, Hauptsache Studium fertig oder sowas. Ich bin zu ehrgeizig dafür. Also ich will halt wirklich, wenn ich was mache und es mir wirklich Spaß macht, dann will ich auch gut darin sein. Und mein Ziel ist es halt einfach, jahrgangsbester zu sein. Ich finde, wenn man sich nicht das höchste Ziel setzt, dann erreicht man sowieso nicht. Und ich meine, wenn ich jetzt sagen würde, mein Ziel ist 1,8 oder 2,4 oder Hauptsache bestehen, das ist halt, man will ja irgendwie schon der Beste sein, oder nicht? Oder bin ich das? Ist das der Ehrgeiz in mir? Keine Ahnung. Kann auch sein. Aber auf jeden Fall ist das mein Ziel. Ich werde alles dafür tun, was ich kann, um das zu erreichen. Und an sich möchte ich 2020 halt wirklich Ziele mal langsam erreichen, die ich mir gesteckt habe. Weil ich habe das Gefühl, ich bin langsam so reif genug dafür geworden, dass ich halt auch wirklich meinen Zielen hinterherlaufe und die auch wirklich fokussiere und tryharde und die wirklich mal schaffe. Also ich meine, man kennt das ja, man macht sich ja immer Ziele fürs nächste Jahr. Habe ich auch immer gemacht, aber ich habe bei den Zielen halt nicht wirklich gefühlt, klingt komisch wirklich, aber ich fühle gerade wirklich, dass ich diese Ziele erreichen möchte. Und irgendwie fühle ich auch schon, dass ich sie erreichen werde, so. Und das war halt früher nicht so. Früher hat man so gesagt, ja klar, ein bisschen gesünder essen, ein bisschen mehr trainieren, ein bisschen mehr Sport, ein bisschen besser in der Schule und so. Ja klar, sagt doch jeder, aber so mittlerweile fühle ich das wirklich und ich will es auch. Und ich mache es ja auch. Also ich meine, was jetzt YouTube zum Beispiel angeht, ich mache einfach seit 150 Tagen jeden Tag ein gutes oder ein einigermaßen okayes Video. Oder was Schule angeht, ich gehe jeden Tag zur Uni, ich lerne jeden Tag für die Uni und ich mache alle Aufgaben für die Uni und ja, ich mach's ja wirklich mittlerweile. Hat gedauert, aber ich würde auch sagen, dass diese 2 Jahre, wie gesagt, ich da frei hatte, über die ich übrigens auch sicherlich noch Videos machen werde, genauere Videos und so weiter und so weiter. Diese 2 Jahre haben mir wirklich dabei geholfen, sowas dann auch zu erkennen und mal so in mich zu gehen, weil ich halt einfach die Zeit hatte. Ja, das ist so wie meditieren. Man hat halt einfach die Zeit, um über die Dinge wirklich nachzudenken und muss nicht die ganze Zeit irgendwas erfüllen und was auch immer und kommt gar nicht dazu, über sich nachzudenken und was man wirklich will und so weiter. Ansonsten, ich wünsche euch ein voll nices neues Jahr und ich hoffe, dass ihr eure Ziele wirklich, das ist blöd, ich sag's mal anders. Ich hoffe, ihr findet endlich Ziele, die ihr auch erreichen möchtet. Also ich meine, es wäre natürlich geil, wenn man voll gesund lebt und voll breit ist und 15 Sprachen spricht und ein Musiker ist, das wäre natürlich alles toll, ne? Aber man versucht diese Ziele ja nicht wirklich. Also natürlich wäre es toll, wenn ich jede Sprache der Welt spreche, oder? Ich glaube, das würde jeder cool finden. Aber ich lerne ja nicht wirklich die Sprache. Ja, aber ich hoffe, ihr findet halt ein Ziel oder Ziele in eurem Leben, eure Berufung, für die ihr wirklich arbeitet. Und
euch denn auch wirklich hingebt für diese Ziele. Also, dass ihr irgendwas findet, was euch wirklich erfüllt, was euch Spaß macht, was euch, weißt du, dann ist es ja auch kein Ziel, macht man es ja einfach. Und dann braucht man auch kein neues Jahr, wo man damit anfängt und ja, Vorsätze ab jetzt so und so und bla bla, sondern dann macht man es ja freiwillig und scheißegal, mitten im Jahr ist egal, einfach anfangen. Und das hier, weiß nicht, das ist so ein tolles Gefühl eigentlich, dass man, oder wenn man endlich so ein Ziel hat, auf das man hinarbeitet, was man fokussiert und ja, was einem halt auch wirklich Erfüllung bringt irgendwie. Und das war tatsächlich was ich in dem anderen Job oder in den anderen Jobs, die ich schon gemacht habe, waren schon einige, nicht hatte. Und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass es da viele Leute gab, die das Gefühl hatten. Und die meisten waren eher so, direkt nach der Schule irgendwas angefangen, hatte einen guten Namen, hat viel Geld gegeben. Das waren ja bei mir auch so die Gründe für die Ausbildung. War Sozialversicherungsfachangestellter übrigens. Und wenn man, also, keine Ahnung. Naja, ich glaube, sowas wird dann auf jeden Fall noch kommen. Und ja, ansonsten, wie gesagt, ich wünsche euch ein schönes Fest, gönnt euch hart. Ja, wenn ihr bis hierhin geschaut habt, schreibt mal Hashtag Ziele in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren Video im nächsten Jahr, in der nächsten Dekade, im nächsten Jahrzehnt. Und dann würde ich sagen, viel Spaß, ich hoffe eure Videos. Eure Videos haben mir gefallen, hoffe ich natürlich. Nein, ich hoffe meine Videos haben euch gefallen. Ja, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.